nächsten Guide, dem dritten Guide mittlerweile. Heute will ich euch mal ein paar Sachen noch erklären zu EVE Online und auch mal das Mining nochmal kurz anschneiden und mal ein, zwei Mining-Missionen machen. Im letzten Guide hatten wir ja hier mit dem Renta Tarumo als Agent. Dort haben wir zwei, drei Militärmissionen gemacht. Aber wie gesagt, es gibt ja noch andere Sachen, unter anderem Mining. So, jetzt zeige ich euch das mal kurz. In der Zwischenzeit werde ich noch ein bisschen was erklären. So, Mining müsste Wirtschaft sein. Machen wir das mal auf. Mining Fregatte Industry. Wir müssen Datasheds. Nee, das ist Handel. Fracht, das ist kein Mining. Gucken wir mal Industrie. Ja, schon besser. Wir brauchen Gegenstand Felsbar müssen wir. Das ist Rohstoffe. Wir bekommen Bonusbelohnung 179.000 ISK. Wir müssen Pfand hinterlegen, 1 ISK, hoje. Das akzeptieren wir mal. So. Mission heißt ja einfach nur, dass wir 1000 Felsbar, also 100 Kubik, hierher zurückbringen müssen. Das sollte einfach sein. Gucken mal, hier ist noch ein Mining Laser. Gucken wir mal unser Schiff an. Wir haben ja im letzten Kriegsmission haben wir ja auch Gatling, Zivil, Miner. Ja, dann machen wir den mal raus und machen noch einen Miner rein. Haben wir zwei Miner drauf. Man sieht, der eine hat eine optimale Reichweite von 10 Kilometer, der andere auch. Aber der Zivilminer, der macht 17 Kubikmeter pro 3 Sekunden und der andere macht 46 pro 60 Sekunden. So. Ja, dann locken wir mal ab. Minern kann man eigentlich überall, wo es Asteroidengürtel gibt. Nicht in jedem System gibt es Asteroidengürtel und die können auch theoretisch weggemeinert werden. Wir gehen jetzt mal ins freie Feld, drücken rechte Maustaste. Hier gibt es Asteroidengürtel, sieht man hier. Asteroidengürtel, und zwar 4 Stück. Gehen wir mal hier zu dem einen und warpen mal innerhalb von 0 Meter. Warpantrieb aktiv. Schon einer mit der Venture. Venture ist eine Mining-Fregatte. Aber ist noch was genug da. So, wir nähern wir uns mal an. Der Vorteil ist, nachher bei der Mining-Fregatte, da haben wir auch ein bisschen, wenn man richtig minert, haben wir auch einen Scanner. Den bekommen wir vielleicht auch gleich als Belohnung. Mal sehen. Mit dem Scanner kann ich halt auf 20 Kilometer Scan starten, sehen. Alle Asteroiden, wie viel die Asteroiden haben, also an Kubikmeter Rohstoff, und kann dementsprechend schön mich in die Mitte platzieren und kann natürlich von oben, die meisten haben, schön anfangen wegzuminern. Jetzt ist es so ein bisschen mit der Hand noch zu arbeiten. Aber so ist es halt am Anfang. So, jetzt bin ich innerhalb von 10 Kilometer, jetzt bleiben wir mal schön stehen. Wir tun diesen Asteroiden-Ziel aufschalten, nehmen gleich noch einen mit, da ist auch einer, und schalten den auch auf, fangen mit dem einen an zu meinern, das ist wie schießen, und den anderen direkt auch. So, 100 Kubikmeter brauchen wir, das dauert ein bisschen. Ich mache mal hier den Hangar auf, das wird dann direkt in den Hangar geschoben. Wenn einmal das rund gelaufen ist hier, schauen wir mal, gleich ist einmal rund, der eine.
Der andere braucht ein bisschen länger, weil er mehr hat. 172, na, das geht eigentlich. So. Bei EVE Online. So, mal ein paar allgemeine Sachen. EVE Online ist, ja, kann super, ein super geniales, geiles Spiel sein. Es kann aber auch das langweiligste Spiel sein, was ihr je gespielt habt. EVE Online selber bietet euch an Content, an Story-Content, ich sag jetzt mal, außer hier so ein paar random Missionen, ja, wo man auch nachher in den größeren Missionen auch viel Geld zwar machen kann, aber es ist halt stinklangweilig. Mehr bietet EVE Online an sich nicht. Bei EVE Online heißt es halt echt Create Your Own Content. Das heißt, alles was du machst, musst du selber irgendwie dir erstellen, ja. Sprich, manche Leute reicht es schon, die sagen, okay, sie mögen hier Wirtschaftssimulation, die machen nichts anderes als hier Frachter, tun sich einen riesen Frachter anlachen, tun drauf skillen, dass sie hier ordentlich Fracht von A nach B transportieren können, können skillen auf Kaufmann, sodass man halt, da gibt es verschiedene, ganz viele Skills, möglichst viele Waren verkaufen können, gleichzeitig viele Waren verkaufen können. Am Anfang kann man vielleicht, glaube ich, nur zwei oder drei Sachen gleichzeitig verkaufen. Und so Sachen. Tun sich einen guten Ruf bei der Fraktion an Land ziehen, damit sie billig einkaufen, billig verkaufen, also wenig irgendwelche Gebühren zahlen müssen. Oh, unser Frachtraum ist voll und wir haben auch schon über 1000. Lassen wir jetzt mal durchlaufen. Und dann machen die nichts anderes, als im Hightech zum Beispiel bei Station A, wo was günstig ist, zu Station B zu fahren und es teurer zu verkaufen und machen da ihren Gewinn. Oder sie wissen ganz genau, okay, jetzt ist ein Krieg zwischen der einen Corporation und der anderen Corporation. Bei den großen Corporation handelt es sich schon mal um, dass ich 2.000 bis 3.000 Mitglieder, wo dann Munition gefordert wird, ja, und unbedingt Munitionnachschub gebraucht wird, wo man die dann vorher, sag ich jetzt mal, oder in dem Moment, wo der Krieg erklärt wird, billig einkauft und sie dann teurer verkauft. So. Wir sind soweit fertig, jetzt können wir wieder theoretisch zurück zur Station. Dann mal schnell andocken. Das langt den Leuten schon. Andere Leute, die sagen, okay, Fracht müssen sie auch ein bisschen können, aber denen geht es hauptsächlich darum, um irgendwelche Sachen zu bauen. Die bauen, die kaufen sich Blaupausen, tun dann von Kopien erstellen, tun das Rohstoff einkaufen oder sogar selber Rohstoff als Minern sich holen, ja. Und dann unterschiedliche Sachen herstellen, um sie zu verkaufen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Andockerlaubnis erbeten. So, Andockerlaubnis angenommen. So, jetzt sind wir wieder auf der Station. Gehen hier auf Industrie, da steht ja auch, dass wir grün, dass wir es angenommen haben. Beides. Jetzt habe ich aber ein Problem. Gut, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe das Felsbar woanders geerntet. Ich hätte es hier an dieser Position ernten sollen. Das ist so ein bisschen, ja, manchmal ist es, ein bisschen undurchsichtig. Nichtsdestotrotz können wir das ja verkaufen. Schmeißen wir in den Hangar hier. Lock nochmal ab. Gehen nochmal hier drauf auf die Mission. Sagen zur Position Warp. Warp-Antrieb aktiv. Mach's gleich nochmal. Genau, den Leuten reicht es schon, irgendwelche Sachen herzustellen. Andere Leute, darunter gehöre ich auch, machen viel, viel PvP. PvP alleine zu machen, das macht keinen Sinn. Sinn macht es, in eine Corporation einzutreten. Es muss keine große Corporation sein, aber zumindest, man sollte ein bisschen was lernen können. Es gibt... Oh, der ist ja groß. Ziel aufschalten. Und direkt mal mit zwei Lasern drauf. Man muss was lernen können. Es gibt sogenannte High-Sec-PvP-Corporations.
da lernt man halt die grundlegenden Sachen, wie man PvP macht, auf was man achten muss und so weiter. Das ist auf jeden Fall, viele Leute spielen nur im Highsec, auch PvP. Das macht Spaß, keine Frage. Es ist auch unter anderem der Einstieg, um ins 0-0 zu gehen, weil da ist man ohne Corporation aufgeschmissen, da muss man in der Corporation drin sein. Und da geht man von aus, wenn man im 0-0 ist, dass man sich auskennt. Da wird halt nicht mehr so viel geholfen. Es gibt da zwar auch noch so ein bisschen Unterstützung und so weiter, aber da wird halt... normalerweise lernt man alles im Highsec. Grundsätzlich ist es so, wenn man natürlich in der Allianz ist, in der Corporation, ja, auch im Highsec, und es wird einem der Krieg erklärt, dann ist man natürlich dauerhaft für diese Leute, für den gegnerischen oder den Kriegsgegner, für diese Corporation angreifbar. Egal wo ich bin, auch wenn es im Highsec ist, im Lowsec, im 0-0 so oder so, aber die sehe ich, rot und die kann man angreifen und genau, also das ist schon, da kann man schon einen Reiz ausmachen, dass man schon im Highsec Corporation sagt, okay, jetzt machen wir mal Krieg, damit man ein bisschen Spaß dabei ist. Und dann kann man halt auch schon ordentlich im PvP was lernen. Weil das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie der PvP hier abgehalten wird. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt eine Flotte hat und man ist bei einer Highsec Corporation. Naja, da fliegt man abends vielleicht mal mit 20, 30 los, vielleicht auch mal ein paar mehr. Im 0-0-Sec. Da sind es schon immer ohne Probleme, dass da schon mal so 200, 300 Leute zusammenkommen. Da sind wir wieder auch fertig. Jetzt fliegen wir nochmal zurück zur Station. Da können schon ohne Probleme 200, 300 Leute zusammenkommen. Ohne Probleme. Ja, abends mal, just for fun. Ja, ohne dass man jetzt großartig gefragt hat und es ist ein großer Kampf und es geht um was. Ja, da kommen schon mal so 1000 Leute zusammen. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ja nicht jeder irgendwie irgendwo hinfliegen kann. Macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, sondern es gibt einen, der das Sagen hat. Das ist in dem Moment der Fleet Commander, der FC. Und der sagt, wo es lang geht. Das werde ich auch gleich so ein bisschen erklären. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis so, angenommen. Und gleich nochmal zur Station. Gehen wir drauf. Jetzt sind hier bei allen drei die Haken. Abschließen, müssen wir erfragen. So. Das machen wir auch nochmal, da bekommt man mich auch als Belohnung. Die Venture. Jetzt soll ich nur die. Ware beschaffen? Beschaffen Sie die Ware? Titanium? Es ist so. Das gibt es im ganz normalen Asteroidengürtel auch. Ich mache es mir jetzt ein bisschen einfacher. Ich gehe einfach hin, suche nach Tritanium, hoffe, dass es auf der Station Tritanium gibt. Hier auf der Station gibt es hier Tritanium. Ich sage kaufen, 150 wollen sie haben. Jetzt habe ich es gekauft. Und es wird mir angezeigt als. Also, es liegt jetzt aktuell in meinem Gegenstandshanger, weil ich es gekauft habe. 150 Tritanium. Du kannst direkt mal fertig machen. Mission abschließen. So. Könnte man jetzt die nächste Mission machen? Das wäre. Was soll ich machen? Beschaffen Sie die Ware. Das könnte auch nur kaufen und so weiter und verkaufen. Es geht halt beim Minern auch viel um Wirtschaft, genauso auch wie es bei der Wirtschaft um Wirtschaft geht. Genau, sage ich mal, das erste Anfänger oder beziehungsweise das erste Mining-Schiff. Das ist jetzt, wenn wir hier in der Isis nachgucken. Unter Ohr. Das erste hier, die Bergbaufregatte. Die sogenannte Venture. Ganz schönes Schiff. Damit habe ich mein erstes Geld auch gemacht. So, gehen wir genauso hin, da genauso. Schiff zusammenbauen. Sinnig ist natürlich vorher die Miner
Laser hier rauszubauen. Brauchen wir nicht auf dem Schiff. Dafür können wir dann wieder die anderen drauf machen. Und dann könnten wir in das Schiff einsteigen. Und da ist es. So, und da könnten wir den Mining Laser draufpacken. Der Vorteil natürlich an dem Schiff ist, dass er halt eine höhere... Also der Frachtraum selber ist niedriger. Der andere hatte, Merlin hatte 150 Kubikmeter, der hat nur 50, aber dafür hat er einen eigenen Erzfrachtraum, wo nur Erz reinkommt und da passt schon 5000 Kubikmeter rein. Das Schiff an sich ist ganz hübsch. Mal kurz mal abdocken. Das ist die sogenannte Venture. Damit fängt man über die ersten Abende so ein bisschen am Main an. Das kann man auch schön nebenbei beim Fernsehen gucken oder so kann man das machen. Ist ja nichts Aufregendes. An. Genau, der FC, der sagt, wo es lang geht. Der FC sagt klipp und klar, weil wie gesagt, man ist mit 200, 300 Leuten, ist man halt irgendwie unterwegs, ja. Es ist so, ich steige mal wieder in ein anderes Schiff ein, dass der FC, aktivieren, der FC ist der Gruppenleader, der Fleet Leader in dem Moment und der kann auch spezielle Befehle geben. Der kann speziell die ganze Fleet auch so ein bisschen dem Befehle geben. Also sprich, der FC, muss man sich vorstellen, sagt zum Beispiel, wir fliegen in die Richtung, also ausrichten nach, das ist der Befehl. Ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal hier auf Warpen und sage jetzt mal ausrichten nach hier, Ultra 1. Und dann richten sich alle aus. Dann richten sich alle 50, 60, 70 Leute in der Fleet richten sich danach aus und alle fliegen in diese Richtung, ja. Es kommt daher, um keine Verzögerung zu haben, wenn er warpt. Er kann mich auf Fleet Warp machen und dann warpen alle 70 Leute auf einmal los. Dadurch, dass die Leute verschiedene Skills haben und verschiedene Schiffe, will ich jetzt gar nicht mal so sagen, da komme ich auch gleich mal kurz drauf. Aber zumindest verschiedene Skills haben, drehen die sich unterschiedlich schnell. Es wäre fatal, ja, gerade wenn wir im PvP in einem Gefecht ist, wenn die, wenn der FC sich dreht oder beziehungsweise direkt sagt, warpen, dann drehen sich ein paar schneller, die warpen schon weg und die anderen kommen nicht hinterher. Ja. Deswegen tut er immer im Grunde ausrichten nach, jetzt, wartet kurz, dass sich alle gedreht haben und dann sagt er, geht er drauf und sagt, warpen. Und dann warpen die direkt los, weil die ja schon eh in diese Richtung gucken. Der FC selber, das sind, ich will es mal so betonen, meistens Leute, die Ahnung vom Spiel haben. Die müssen genau wissen, wo was liegt, was zu tun ist und wie die Schiffe balanced sind, weil sie natürlich einschätzen müssen, ich habe hier 70 Leute mit denen den Schiffen, ja, schaffe ich denen den Gegner. Es ist so, dass meistens diese Fleets, gerade wenn man echt in der großen Corporation spielt, ja, dann gibt es, man macht einen riesengroßen Angriff, dann wird es mehrere FCs geben und dementsprechend mehrere Fleets, wenn man verschiedene Schiffstypen hat. Das kommt daher, es ist natürlich wichtig, dass der FC genau weiß, wie weit zum Beispiel jeder schießen kann. Jeder Schifftyp kann natürlich unterschiedlich weit schießen, jede Waffe hat unterschiedliche Schaden und so weiter. Deswegen gibt es in den großen Corporation und auch schon in den kleinen Corporation, sage ich mal, sogenannte Doktrinen. Die Doktrinen sind festgelegt, mit welchem Schiff, mit welcher Ausrüstung geflogen wird. Ja. Das heißt zum Beispiel, abends wird gesagt, oder es wird gesagt, auch, das passiert auch schon in der kleinen Corporation, morgen machen wir, ich sag mal hier, so eine kleine Fleet. Ja, das ist jetzt hier so eine Standardfregatte, sage ich jetzt mal hier. Die Merlin. Ja. Und da steht drin, wir fliegen die Merlin. Ja. Dann kann man nachlesen,
wie die Ausrüstung sein soll. Also wie hier die, was genau hier drin sein soll, an Waffen, was hier für Modifikationen drin sind, was hier in den Slots drin ist und so weiter. Teilweise, man kann auch hier auf Durchsuchen. Da gibt es, kann man diese Ausrüstung speichern. Die können auch eure Corporation-Kollegen euch posten. Kann man aufrufen und kann die hier abspeichern. Auch unter einem eigenen Namen. Und dann dementsprechend, wenn man diese Items, die sieht man da drin, hat. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich jetzt sage, das will ich jetzt so speichern. Sieht das so aus. Ich kann mir einen Namen geben. Das ist der Name von dem Schiff. Ja. Wenn ich Corporation sage, dann sieht das jeder in der Corporation. Das würde ich unterlassen. Und kann dann sagen, speichern. So, wenn ich jetzt sage, durchsuchen, ist natürlich in der Fregatte, ist meine Merlin gespeichert mit dem Namen und natürlich nur die Sachen drin. Ich kann natürlich dann sagen, ausrüsten und alles, was ich in meinem Hangar habe, wird automatisch ausgerüstet. Allen Rest muss ich nachkaufen und einzeln ausrüsten. Der Vorteil daran ist, dass der FC sagt, okay, wir fliegen eine Fregatten-Doktrin mit der Merlin und wir nehmen diese Ausrüstung. Der weiß ganz genau, wie viel Schaden gemacht wird, plus minus, sag mal 10%, ja, und er weiß auch ganz genau, wie weit die schießen. Das ist nämlich der Vorteil, dass man, sag jetzt mal, es gibt teilweise FCs, die sagen, naja, wir wollen hier maximale Distance rausholen, ja, das heißt, wir fliegen, keine Ahnung, eine Caracal, sag ich jetzt mal, eine Caracal ist das hier, mit Lenkwaffen, die haben eine hohe Reichweite. Die schießen schon mal, ich sag mal, auf ihre 120 oder 30 Kilometer. Und die werden auch so geflogen. Das heißt, man muss sich vorstellen, der Gegner kämpft vielleicht mit Leuten von uns, die im Nahkampf sind. Und wir fliegen mit den Caracals, 70 Leute mit der Caracals 120 Kilometer entfernt an die vorbei und schießen mit Raketen drauf und warpen weg, drehen und warpen zurück. Das sind so diese Feinheiten. Das wird aber einem in, ich sag jetzt mal, in so Highsec Corporation auch schon beigebracht, ja. Aber das sind so schon mal die grundlegenden Sachen, worauf man halt mal irgendwann achten sollte. So. Das ist so der FC und die Befehle, weil es gibt dann gerade so Befehle, ich sag jetzt mal, wenn man draußen ist, dass man sagt, hier ausrichten nach, Line 2 oder so, ja. Gerade wenn man sagt, ich muss mal kurz hier irgendwie, meistens ist wird eine Fleet gemacht über einen längeren Weg hinweg, ja. Also ich sage jetzt mal, ich suche jetzt mal einen Ort, ich suche jetzt mal FH oder TH irgendwas. FH-PTC kurz setzen. So. Schon habe ich 21 Sprünge. Man sieht ganz genau hier, ich bin hier noch im Highsec. Hier ist Lowsec. Und hier ist rot Nullsec. Also da geht's rund. Ja. So. So sieht es dann nachher aus. Der FC sagt, okay, wir meiden vielleicht das System und das System. Da kann man dann draufdrücken und sagen, okay, meiden. Tut sich das nochmal ein bisschen umstellen. Und dann sieht man hier unten rechts, auf der rechten Seite, das Gelbe, wo der Weg dran ist. Und dann sagt er, klipp und klar, Align to Outgate. Wir sind ja hier im System. Ausrichten, also Align to, also Ausrichten to Outgate. Outgate ist das Gate, wo wir rausspringen. Das heißt, Ausrichten nach Outgate. Alle richten sich aus und dann kommt auf den FC drauf an, entweder ein Fleet Warp machen, dann warpen alle oder er sagt einfach nur Warp to Outgate. Das heißt, wir warpen jetzt mal to Outgate. Warp, wenn nichts gesagt wird, warpen wir auf 0 Meter ran. Und dann kann es passieren, dass er dann auf einmal jetzt schon sagt, oder wenn wir ankommen, sagst Jump, Jump, Jump. Das heißt, dass wir direkt hier oben kommen, direkt man ja das Gate, weil wir es ja angewählt haben, kann man direkt springen. Ja, also Jump, 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 wir springen. Und dann kommt der nächste Befehl, der irgendwie sein könnte, zum Beispiel ein Line-Out-Gate. Und so weiter und so fort. Ja. Es ist so, meistens in so großen Flotten fliegen sogenannte
Scouts vorweg. Das heißt, es sind ein, zwei Leute, die kleine flinke Jäger haben mit Tarnausrüstung. Die fliegen immer so zwei, drei Systeme vorweg, um nachzuschauen, was da los ist. Weil es kann natürlich sein, gerade im Nullsec, dass Gegner oder irgendwelche PvP-Spieler, so mit 10 Leuten oder so, an einem Gate innen warten. Ja, die sehen natürlich, dass ein Gegner, dass irgendeiner kommt. Wie hier jetzt auch, das Gate ist ja aktiv. Ja, dass einer kommt. Dort gibt es im Nullsec gibt es keine Polizei, hier keine Concorde. Und darauf sind die aus und wollen die platt machen. Und die sehen das natürlich, wenn den Scout vorher von uns drin ist. Der sieht es natürlich, und der FC bekommt das sofort gesagt. Und dann kann es natürlich sein, dass der FC sagt: Okay, align to outgate, warp to outgate, aber er sagt nicht jump, jump, jump. Und das wäre fatal, wenn man da durchspringt, weil zurückkommt man nicht. Zurückkommt man nur, wenn man sich enttarnt. Und wenn da 10 Gegner warten und man alleine durch ist, hat man ein Problem. Das sind so ein paar Feinheiten. Gibt es hier eine Station? Ja, hier gibt es mehr eine Station. Das nächste, was ich mal ansprechen möchte, gerade im PvP, ich weiß, wir sind jetzt gerade so ein bisschen PvP-lastig, aber das ist, denke ich mal, bei EVE Online wichtig, weil das muss man aber machen. Auch als Miner ist es wichtig, und zwar sogenannte Safe-Spots erstellen. Safe-Spots sind Punkte oder Wegpunkte, die jeder sich selbst erstellt, dementsprechend sind die einzigartig und die können nicht angeworben werden. Weil, ich sag jetzt mal, wenn ich hier drauf gucke, in meiner Übersicht, warp gehe, das sind die Sachen, die es hier in dem System sind und die kann ich alle anwarpen. Das heißt, wenn mich jetzt irgendwie Leute verfolgen, ja, und ich irgendwo hinwarpe, die sehen, in welche Richtung das ist, und erfahrene Spieler mit schnellen Schiffen, die warpen das auch an und sind vor euch da. Ja, gerade wenn der Weg weit ist, ja, die überholen euch im Warp, das seht ihr nicht, ihr kommt an und der steht schon da. Deswegen ist es wichtig, eigentlich in so vielen Systemen, wie es geht, einen sogenannten Safe-Spot zu haben, der nur für euch anwarpbar ist. Wie das funktioniert, zeige ich euch mal. Das ist im Grunde ganz einfach. Man kann hier auf Personen und Orte gehen und man kann Orte auch hinzufügen. Ja. Wie das hier rechts aussieht, wenn ich auf rechte Maustaste hier einfach freien Space klicke, seht ihr hier auf mein Schiff ausrichten, Asteroidengürtel und so weiter und alle Wegpunkte löschen und konfigurieren. Nur mal so, dass ihr es jetzt mal gesehen habt. Da geht man hin, irgendwo weit weg, holt ein Stargate und sagt noch nichts. Man sagt Ort hinzufügen. So, jetzt kann ich schon mal einen Ort, kann ich schon mal anklicken und kannst du sagen, Safe Spot 1 zum Beispiel. Das möchte ich in den Ordner persönliche Orte ablegen. Ich würde es nicht in die Corporation machen. Wenn ihr in der Corporation seid, könnt ihr es auch in den Corporation Ordner reinlegen. Das sieht dann jeder. Ich würde es nicht machen. Meistens wird es auch nicht so ganz geduldet. Normalerweise hat die Corporation, wenn man einen Safe Spot, beziehungsweise hat die Corporation sehr viele eigene Safe Spots, auf die kann man dann genauso zugreifen, wie ich es euch gleich zeige. Wie gesagt, ich kann hier einen Safe Spot erstellen. Bei mir heißt Safe Spot immer SS. Ich fliege irgendwo hin, springen. Warp-Antrieb aktiv. In dem Moment, wo ich im Sprung bin, dann bin ich ja im freien Space. Irgendwo. So. Er fliegt. Warp los. Hier sehe ich 26, 21 und jetzt mache ich abschicken. So, ich habe jetzt meinen Safe-Spot erstellt. Jetzt warten wir, bis wir ankommen. Wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, in diesem... Habe ich schon gesagt, das war zu schade. Ich springe mal zurück. Sorry, irgendwie bin ich nicht innerhalb von... 0 Meter dran geworfen und dann hab springen gedrückt. Passiert. Ich komme wieder zurück zum Gate. Und das ist das, was ich, das ist aber dieses typische, wenn der FC sagt, Warp to Outgate und manche Leute springen durch, die sind dann ungefähr 10 bis 15 Kilometer entfernt vom, Gate. Und wenn die Gegner außen drum sind, in der Zeit seid ihr platt.
bis ihr am Gate seid oder dass ihr spinnen könnt. So, jetzt wieder in dem System, wo wir das Selbstport erstellt haben. Wenn ich jetzt auf die freie Fläche gehe, seht ihr hier persönliche Orte, Selbstport. Und ich kann zum Selbstport warpen. Warp-Antrieb aktiv. Dieser Selbstport ist nur von euch, nur für euch, sage ich jetzt mal, ja, in Anführungszeichen, ja. Da seid ihr eigentlich so weit safe, dass man theoretisch auch auslocken könnte und sagen könnte, okay, jetzt sollen sie mich suchen, ist mir egal. Es gibt noch sogenannte Scanner, das ist aber schon ein bisschen, da gehen wir schon ein bisschen mehr in die sehr ins Detail bei EVE Online. Also ich kann auch einen Scan machen, ja, einen Richtungsscan und so weiter und kann theoretisch ausscannen, wo man ist oder wo der Gegner ist und kann in die Nähe reinspringen. Das dauert aber seine Zeit, ja. Aber hier ist man schon mal so weit safe, wenn man gejagt wird auf seinem Safe Spot, dass man hier theoretisch auch auslocken könnte. Der FC zum Beispiel, es gibt halt so Momente, deswegen sollte man immer einen Safe Spot erstellen, einer reicht theoretisch. Ja, der ist auch immer, ist jetzt immer da. Also wenn ich jetzt in ein anderes System reinspringe, sehe ich natürlich nicht mehr, weil im anderen System habe ich keinen Safe Spot, das ist ein neuer Charakter. Wenn ich hier irgendwann mal, und sei es in einem halben Jahr, zurückkomme in dem System, ist der Safe Spot immer noch da, in dieser Position. Es ist natürlich so, man muss sich vorstellen, es kommen so Momente, man ist im PvP, man ist am Kämpfen, 50 Leute in der gleichen Fleet gegen, was weiß ich, 60 andere Leute oder so, ja, dann kommt noch eine Gruppe von Alliierten angesprungen, ja, und auf einmal ruft der FC laut ins Teamspeak oder in Mumble, egal was man benutzt, ruft er rein, Bombs, 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 Safe Spot, Safe Spot. Ja, oder Warp Out oder sowas, ja. Das heißt, es kommen Tarnkappenbomber, ja, sowas gibt's, ja, die Bomben schießen, ja. Und wenn man da nicht sofort rausfliegt, platzt das Schiff, meistens so, ja. Und in dem Moment, wo so ein Befehl kommt, ja, muss man halt ein bisschen halt alle rechte Maustaste drücken, ja, und hoffen, dass sie alle sowas haben, ja, Safe Spot und Safe Spot direkt rauswarpen. Dann wird irgendwann gefragt natürlich im Teamspeak, ob alle im Safe Spot sind. Ja, dann heißt es ja und dann wird halt zu irgendeinem gewarpt auf seinem Safe Spot. Meistens ist der FC, dass der FC sagt, okay, warp mich an. Ja, dann kann man direkt ins Gruppenmenü gehen. Hier ist noch so ein kleines Feld, da sieht man den FC. Dann kann man dann draufdrücken, warp to member oder so oder warp to FC. Ja, und dann kommen dann alle zum FC, sodass der von dieser Position aus wieder neu anfangen kann zu planen. Also das ist ganz wichtig, so ein Safe Spot. Und sollte man eigentlich erstellen. Nicht nur im 0-0, weil man könnte ja auch theoretisch im Highsec mal in den Krieg kommen. Zwei weitere Sachen, die möchte ich gerne euch zeigen. Ich gehe jetzt mal... Warpen wir mal an. Warp-Antrieb aktiv. Gehen wir mal auf eine Station. Und zwar... folgende zwei Sachen, wie man jetzt Safe Spot erstellt, einen Wegpunkt, habt ihr schon mitbekommen. Wichtig wäre noch zu erstellen einen sogenannten Insta-Dock und Insta-Warp Wegpunkt. Und zwar, wie ihr seht, bin ich jetzt ein paar Meter entfernt von der Station. Undock-Erlaubnis erbeten. Undock-Erlaubnis angenommen. So. Insta-Dock, das heißt Instant-Dock, also direkt andocken, ja. Den stellt man so, indem ich jetzt hier abdocke von der Station und sage direkt Stopp. So, jetzt kann ich hier einen Wegpunkt erstellen. Besser ist es noch, dass ich vielleicht noch ein bisschen näher ranfliege, ja. Indem ich zum Beispiel sage, ich suche mir dahinter irgendwas aus. Hinter noch irgendwas. Nö.
annähern. Mein Schiff dreht sich, sollte sich jetzt umdrehen. Macht's nicht. Gut. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich jetzt sagen, Ort hinzufügen. Insta-Dock. So habe ich hier so ein komisches Dings drüber. Abschicken. Jetzt gehe ich. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis ja, angenommen. Und jetzt docke ich nochmal ab. Jetzt brauche ich einen Insta-Warp. Jetzt zeige ich euch, was das nicht gut ist. So, erzähl ich noch ein bisschen. Ich muss mich jetzt ein bisschen fliegen. Wieso wird es nicht? Wieso entfernt sich die Scheißstation nicht? Naja, warten wir ab. Ist natürlich das Gleiche. Man muss sich vorstellen, okay, man ist irgendwo auf der Station mit einer Corporation. Ja, meistens hat die Corporation, haben das alle schon. Ja, also das ist natürlich auch so, dann wisst ihr, wenn da Insta-Doc steht oder Insta-Warp, was es ist, ja. Aber es ist, selbst wenn man sowas nicht hat, ja, man ist hier, man sagt, man möchte alleine ein bisschen minern, ein bisschen hier Handel betreiben, ja, das ist für einen eine eigene Station, also sprich, an dieser Station baue ich mein Frachtraum auf, ja, ich fahre da, fliege da immer am Abend, wenn ich auslogge, hin, ja, tue meine Ärzte ausladen oder wie auch immer, dann ist es schon mal ganz sinnig, sowas zu haben, weil es könnte ja sein, dass die Station mal belagert wird. Gegner belagern die Station, ja, in dem Moment, wo ich abdocke von der Station, sehen die mich und können mich angreifen. Das ist natürlich wichtig, so schnell wie möglich von der Station wegzukommen. Wenn ich dann erst mich ausrichten muss, mein Schiff, zu dem Punkt, wohin ich warpe, ja, also sprich, guck mal, das müsste eigentlich so funktionieren, sprich, vielleicht in die andere Richtung, muss mein Schiff sich erstmal um 180 Grad drehen, dann den Warp einleiten und dann wegzukommen. Das, diese Zeit ist meistens schon vergeben. In der Zeit ist man meistens schon platt. Das passt aber ziemlich gut aus. Aus diesem Grund macht man einen sogenannten Insta-Warp, also sprich direkt Warp. Man sieht hier die Öffnung, ja, aus dieser Station. Hier komme ich raus und ich fliege fast gerade zu irgendeinem Punkt. Entweder wenn mein Schiff gerade rauskommt, das passiert manchmal, eben habe ich ja so einen leichten Trall nach oben gehabt, wenn mein Schiff gerade rauskommt, lasse ich es fliegen, 100 Kilometer weit, ja, oder 150 Kilometer weit, am besten 200 Kilometer weit und setze dann meinen Punkt. Es, sprich, ich stock ab und kann direkt wegwarpen zu diesem Punkt, ja. Ich muss mich nicht großartig ausrichten, vielleicht so ein bisschen, ja, so ein paar Grad oder so, das geht aber ziemlich schnell und kann direkt wegwarpen, bin meinetwegen erstmal 200 Kilometer entfernt, in diesen 200 Kilometer entfernten Punkt kann ich dann sagen, okay, ich möchte aber zu dem Outgate, also zu diesem Stargate, ja, dann richte ich mich neu aus und fliege dorthin, ja. Ich bin aber erstmal 200 Kilometer entfernt, also auch 200 Kilometer von den Gegnern entfernt, ja. Was man auch machen kann, wie, was ich jetzt hier versuche, um es euch nur mal zu zeigen, ja, ich gehe jetzt hier raus, ja, ungefähr, ja, auf der Ebene entfernt ist da hinten dieses, was ist das, auch eine Station, ja, ich mache jetzt mal Ort hinzufügen, Insta Warp, und sage, ich springe dorthin. Warp-Antrieb aktiv. Insta-Warp gestellt. Weil die Sache ist die, man kann es nicht innerhalb von 40 Kilometer oder so machen. Ja, innerhalb von 40 Kilometer springt kein Schiff mehr in den Warp. So.
normalerweise weiß man ja auch ziemlich genau, auf welche Station man springen möchte. So, jetzt kann ich hingehen. Jetzt sieht man schon, ich habe einen Safe-Spot hier. Ich habe einen Insta-Warp und Insta-Dock. So, beim Insta-Dock ist es so. Ich weiß, dass die Station bekämpft wird. Ja, ich kann jetzt auf Insta-Dock gehen. Sag Insta-Dock, warpen auf 0 Meter. Also direkt rein. Diese 0 Meter sollten so nah wie möglich oder am besten schon noch in der Station sein. Ja. Diese Station, die kann ich normalerweise vorher schon anwählen, weil ich weiß ja, auf welche Station ich will. Ich weiß gerade mal nicht, wie die heißt. Ich sehe sie da kommen. Dann kommt sie und kann direkt sagen, andocken, draufhimmern, bis ich irgendwann docke. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis angenommen. Das geht schneller, als wenn man normalerweise sagt, zur Station andocken, weil dann fliegt er nochmal so ein paar Meter. Ja. Und genau das gleiche auch mit dem Insta-Warp. Ja. Ich gehe auf Abdocken. Suche mir ein freies Feld und sage direkt Insta-Warp, Insta-Warp weg. Ich tue ein bisschen ausrichten, nur so minimal. Und Warp weg. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt sich um 180 Grad drehen muss. Ja. Bei der Merlin als Fregatte, das sind einer der agilsten Schiffe, ja, da funktioniert das noch einigermaßen. Ja. Da kommt ihr auch so noch weg. Ja. Aber wenn ihr mal so einen riesen Schlachtzerstörer habt, ja, der wesentlich größer ist, ja, ich sag jetzt mal hier, wenn man mal guckt, ja, wie groß ist die Merlin? Die Merlin, die ist, hat eine Masse von, hier, man sieht's, die ist nicht groß, 97 Meter. Ja. Wenn man jetzt hingeht, ich meine, allein schon mit einer Vogue, ja, das ist schon was anderes, ja. Das Schlachtschiff ist mal einen Kilometer lang, ja. Ganz zu schweigen vom Titan. Ja. Das dreht sich nicht so einfach. Gut, Titan docken will sowieso nicht an und ab, aber das dreht sich nicht so schnell und deswegen macht man halt sowas. So. Was noch wichtig wäre zu wissen, muss mal auf meine Liste gucken, was man noch wissen sollte. Also, Safe-Spot. Insta-Warp, Insta-Dog, das haben wir. 0-0 haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen. 0-0 muss man halt echt aufpassen, ja. Weil, wie gesagt, viele Gatecamper. Was im 0-0 auch zum Beispiel oft gemacht wird, ist, so blöd es anhört, man weiß, es gibt ein Gate, was oft angeflogen wird, weil das ein Durchgangssystem ist. Man fliegt von A nach B oder so und muss halt durchfliegen. Und dann gibt es halt Leute, Gruppen, so Just for Fun, die sich abends sagen, oh, lass uns mal ein paar Leute killen, ja. Die machen sich, sagen wir es mal so, 50 Kilometer vor der Station, also so, dass man noch nicht mal hinwarpen kann. Man kann 50 Kilometer nicht anwarpen. Machen sie eine sogenannte Bubble, das ist eine Blase, wo jemand aus dem Warp geholt wird. Die wissen ganz genau, die Leute kommen aus diesem Gate raus, wollen in das Gate, also ist das die Flugbahn, machen dann 50 Kilometer vor dem Outgate, also dem Ausgangsgate, machen sie die Blase. Das heißt, man fliegt da rein, ja, wird automatisch gestoppt, weil die Blase genau in dieser Flugbahn drin ist, wird rausgeholt, kann sich in der Blase ganz, ganz langsam bewegen. Da stehen meistens 3 oder 4 Gegner und man wird platt gemacht. Ja. Das sind so Sachen im 0-0, wird gern gemacht, ja. So, jetzt legen wir mal zurück zur Basis, beziehungsweise zu irgendeiner Station. Ja. Ich könnte mal einen Insta-Dock nehmen. Warp-Antrieb aktiv. Beziehungsweise, ich könnte mal einen Cheater zeigen, damit man den Unterschied sieht. Sprünge. Was die Leute labern, ist mir eigentlich ziemlich egal. Was für mich wichtig ist,
Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis angenommen. Das finde ich immer sehr interessant. So. Was haben wir denn hier? Eine Klonanlage. Also wichtig ist auch, ich habe es schon mal erklärt in einem der letzten Videos, eine Klon. Man sieht unter anderem auch hier in dem Charakterübersicht die Sprungklone, wo man halt überall Sprungklone hat. Um sich einen Sprungklon zu sparen, kann man theoretisch auch hingehen und seine Heimatstation festlegen. Die Heimatstation aktuell ist bei mir in Kisogo, das ist da, wo mein Charakter erstellt worden ist. Wenn ich sterbe, also sprich mein Schiff geht kaputt, dann bin ich in der Rettungskapsel und die wird auch zerstört, komme ich automatisch in Kisogo wieder raus. Ich könnte jetzt die Station wechseln, wie jetzt hier. Also jetzt, ich bin jetzt hier im Impass. Ich sage wechseln, als neue Heimatstation festlegen. Ist unpassend meine neue Heimatstation. Und wenn ich sterbe, komme ich hier raus. Ja. Schöne ist natürlich auch, ich kann natürlich auch dadurch ein bisschen was überbrücken. Ja, also es ist das gleiche mit den Klonen. Ja, ich kann natürlich ohne Probleme aus meinem Schiff aussteigen. Ja. Die Pots kosten nichts, kann rausgehen. Ja, mein Schiff ist natürlich noch auf der Station, kann mein Pot selbst zerstören und komme dann auf meine Heimatstation wieder raus. Ja. So. Zeige ich euch mal Cheetah nochmal, so als Abschluss. Man sieht jetzt hier 32 Leute sind im System. Das ist anscheinend so ein bisschen Anfängersystem, deswegen sind ein paar Leute mehr da. Cheetah habe ich einprogrammiert, sind 3 Sprünge. Das geht ziemlich schnell. In der Zwischenzeit kann ich noch ein bisschen was erzählen zu den Plexen. Plexen oder Plex ist eine Währungsform. Und zwar EVE Online ist es eigentlich so, außer jetzt diese Anfangsschiffe, die man so bekommt von den Missionen her, wird alles, jegliche Materialien, jegliche Gegenstände von Spielern selbst hergestellt. Dementsprechend ist es ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Und die Plexe ist eine Währungsform, wie es anhört. Normalerweise ist es der ESK, also die ESK ist ganz normal wie bei uns Euro oder so, ja. Die ganz normale Währung. Und dann gibt es noch die Plexe. Plexe sind sogenannte Pilotenlizenzen. Plex. Sieht man hier. Pilotendienst. So. Diese kann ich online kaufen. Die kann ich außerhalb des Spieles ganz normal kaufen. Für 19 Euro irgendwas. Diese 19 Euro. Sind es 19 Euro? 12 Euro, glaube ich sogar. Sorry, 12 Euro oder sowas. Damit kann ich verschiedene Sachen machen. Ich kann einmal mir sagen, ich kann mir eine 30-Tage-Pilotenlizenz kaufen. Das heißt, ich kann meine Spielzeit verlängern auf 30 Tage. Ich gucke mal einen Cheater rein. Hier sind 59 Leute im System, sieht man hier links im Chat. Wir sind schon langsam voller. Also ich kann damit 30 Tage meine Pilotenlizenz verlängern. Ja, für 12 Euro. Gleichzeitig kann ich diese Lizenz, dieses Plex, das ist ein Ingame-Item. Also wenn ich es kaufe mit meinem Account, wird mir das Ingame angezeigt als ganz normales Item. Das kann ich ganz normal auch in meiner Station haben. Oder ist auch in meiner Station und kann es nämlich schon ganz normal verkaufen. Sprich wie hier. Und die sind einigermaßen viel wert. Und aus dem Grund kann man natürlich runterrechnen. Ich kann natürlich sagen, hier, diese eine, was ist das, Milliarde. Eine Milliarde, ja, sind 12 Euro wert. Und somit haben alle Gegenstände einen gewissen Echtheitswert. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen verstehen. Ich kann natürlich mit diesen ISKs auch Plexe in-game kaufen, weil die Leute hier verkaufen es ja. Wie man gerade sieht, für 1,2. Und natürlich kann ich meine online kaufen, auf der Webseite und kann sie hier verkaufen, wenn ich zum Beispiel mal Geld habe oder so. Ja. Viele Leute haben 2-3 Charaktere und machen viel Miner und müssen null ausgeben für diese Plexe, ja, weil sie sich selbst die verdienen und erwirtschaften können. So, jetzt sind wir in Cheetah, da sieht man schon, es sind 1400 Leute online. Deswegen mal zur Stadt.
Navigation. Ich flieg mal auf 0 Meter ran. Warp-Antrieb aktiv. Und zoom mal raus, weil es wird gleich, wenn es schon gleich noch ein bisschen mehr abgeht. Ich hoffe, es wurde so, ist so ein bisschen rübergekommen, was Plexe sind. Also damit sind im Grunde Zahlungsmittel. Ich kann das online bei CCP kaufen bei dem Hersteller, kann es auch bei eBay kaufen. Kosten so 12 Euro, können hier in-game verkauft werden und dementsprechend kann man im Grunde alle Gegenstände umrechnen. Also 1,2 Milliarden sind dann ungefähr 12 Euro und damit kann ich alles umrechnen. So, hier sehen wir, ist irgendwie wenig los. Normalerweise ist hier ein bisschen mehr los. Aktuell sind wie gesagt 1400 Leute da. Also, Kira Wilson. Genau, können wir mal andocken. Andockerlaubnis erbitten. Das ist auch der größte Markt. Also hier auf dem Marktplatz. Cheater. Andockerlaubnis angenommen. Das ist Cheater 4. Da sieht man auch, dass direkt mal Leute, wie viele Leute sind online. Hier sind allein 1200 Leute auf der Station. Genau. So, ich hoffe, das ist jetzt mit den Plexen einigermaßen rübergekommen, ja. Aus dem Grund gibt es auch teilweise, könnt ihr mal googeln nach, es gab, das muss ich überlegen, Anfang des Jahres, oder war das Anfang letzten Jahres? Muss ich überlegen, ich glaube, es war Anfang diesen Jahres. Ein Riesenkampf, wo dann, ich glaube, wo 250.000 Euro, ich glaube, es müssen 250.000 Euro sein, über 24 Stunden, in die Luft geblasen worden ist. Dadurch, dass man das Geld natürlich, wie gesagt, die ISK kann man rausholen als Plexe. Die Plexe kann man theoretisch, das auch viele Leute machen, über eBay verkaufen, was aber eigentlich illegal sein sollte oder auch ist. Wurden da Schiffe und Gegenstände im Wert von, ich glaube, 215.000 oder 180.000 Euro mal ordentlich in die Luft geblasen. Ja. Das kam sogar in den Zeitungen und in den Medien. Könnt ihr mal nachgoogeln. Ja. EVE Online, größte Schlacht oder so. Und dann bekommt ihr Infos. Ich glaube, das war auch hier in die Zeit oder die Welt, in Frankfurter Zeitung und so weiter war das drin. Ich glaube, es ging einfach nur darum, da hat einer mit den Titanen. Titanen sind die größten Schiffe hier. Die Titanen, die können sich wirklich andocken. Es gibt meistens sind es Charaktere, die nur auf den Titanen skillen. Für den Titanen zu skillen, braucht man, ich sag mal die Infos, Voraussetzung, 192 Tage und dann haben wir nur, können wir den nur fliegen, wer auch nicht. Wenn wir den meistern wollen, die erste Meisterschaft 132 Tage, 141 Tage, die letzte 1257 Tage, nur um die Skills zu können. Das machen dann meistens Leute, die haben einen Charakter nur für den Titanen. Die Titanen, wenn man ein Titanenpilot ist, der kann nichts machen, der kann nicht andocken, der kann nicht aussteigen. Ein Titan kann im Grunde selbst jumpen, der kann Jump Purchases aufmachen, das heißt, man braucht kein Stargate. Das heißt, der kann einloggen, kann eine Jump Purchase aufmachen, irgendwo hin. Ja. Und da fliegen dann, was ich, 400-500 Leute durch und die kommen dann irgendwo, kommen dann an einen gesetzten Zielpunkt an. Ich glaube, der Fehler, der damals gemacht worden ist, oder was damals passiert ist, das war gar nicht, also diese Titan, es ist schon, wenn man einen findet, einen gegnerischen Titan, und irgendwo einer rumschwirrt, wird der natürlich sofort platt gemacht, weil es eine Ehre ist, Prestige ist, so einen Titan mal platt gemacht zu haben. Es gibt ein Killboard, wo man genau sieht, und das ist, ist nicht zeitlich begrenzt. Man sieht ganz genau, wann du jemand einen platt gemacht hast und wann du zerstört worden bist. Wenn da so ein Titan bei dir auf dem Killboard erscheint, ja, ist natürlich super. Ja. Und zwar ging es wohl darum, dass ich, wenn ich es noch zusammengereimt bekomme, eine große Allianz hat einen Titan. Der Titan sollte von A nach B geschippert werden. Ja. Die Zielkoordinaten, ich weiß nicht, ob es extra war oder nicht extra, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, waren auf jeden Fall falsch. Der Titan ist reingesprungen mit ein paar Leuten und kam an, in ein feindliches System raus. Die waren ein bisschen überrascht und haben natürlich sofort gesagt, den schnappen wir uns, den lassen wir nicht mehr weg. Haben alles hochgefahren, dementsprechend waren in kürzester Zeit 2.000 bis 3.000 Gegner online.
Ja. Und man wollte natürlich den Titan beschützen und ist dann mit 2.000, 3.000 anderen Leuten auch da reingesprungen, hat versucht, den Titan zu beschützen. Dementsprechend haben sich so 6.000, 7.000 Leute gegenübergestanden. Ende vom Lied war, dass jeder seine anderen Titanen auch geholt hat. Es standen dann auch so irgendwie 4, 5, 6, 7, 8 Titanen sich gegenüber. Ja, dieser Kampf ging 24 Stunden lang. Und wenn man jetzt die Kosten rechnet, was man braucht, um diesen Titanen oder generell alle Schiffe, was die Kosten an Ausrüstung, was die Anschaffungspreise sind, wenn man das hochrechnet und dann geteilt durch diese 12 nimmt, ja, was so ein Plex kostet, ja, das waren dann wohl diese 180.000, 200.000 Euro. So, geteilt durch 12 ist natürlich total Schwachsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Einführung geben in EVE Online. Ihr dürft gerne in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr Fragen habt oder so, oder wenn ihr euch noch was wünscht, so Videoguide-mäßig, was Spezielles. Man muss viel, viel, viel lernen. Es gibt, was ich am Anfang im ersten Teil schon gesagt habe, es gibt hier diesen deutschen Hilfe-Channel. Da bekommt man sehr, sehr, sehr viel geholfen. Ansonsten, wenn man so ein bisschen ein paar Missionen gemacht hat, man weiß, okay, wie man zu den ganzen Gates springt, man kann sich so ein bisschen orientieren, dann würde ich sofort versuchen, eine Corporation mich anzuschließen, eine deutsche Highsec Corp am besten. Ja, im Highsec kommt man halt auch, da kann man halt viel lernen. Man sollte Mumble oder Teamspeak nutzen, um mit denen abends reden zu können. Das macht auch in der Fleet ganz, ganz viel Sinn. In der Fleet wird man meistens überhaupt nicht mitgenommen, wenn man gar kein Headset hat. Ja. Dann war's das fürs Erste. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Bis demnächst. Tschüss.